The name of our route is Bruder Liebe, and the thing why that's the name of the route is we were talking, we were hanging in the wall and resting on the belay, and I just did it because of love for my brother, and that's why the route is called like that. Just before I started the project, we found a new girlfriend, and then I was climbing on a crux bridge. It was really a crux bridge. And I was looking down, I was hanging on two hooks, and I was looking down. And I saw just him kind of lying on the belay. And so I didn't need a rope on that time, but I saw that he was kind of sleeping and his mind was far away, you know. My mind was away, but I didn't sleep. Yeah, the mind was away, but he didn't sleep. Die Erinnerung ans Klettern ist eigentlich, wo ich mir also denke, dass ich bewusst klettern gegangen bin. Da war ich ein kleiner Bub und wir zu Hause haben wir einen Bauernhof und hinter unserem Bauernhof, also wo nur Feld und dann ist der Wald. Und in dem Wald hat es so einen kleinen Fels gegeben, der war, keine Ahnung, 5 Meter hoch und da hast du Kind rechts und links raufgehen, ganz normal leicht. Aber vorne in der Mitte war halt so eine kleine Mini-Felswand. Und da kann ich mich erinnern, bin ich am Abend hingegangen einmal mit Turmpatschen und bin ich draufgekommen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann kann ich mich erinnern, vor dem Einschlafen hat mich das so gewurmt, dass ich nicht aufgekommen bin. Und dann bin ich wirklich, ohne Scheiß, am nächsten Tag nochmal hingegangen und habe probiert nochmal, dass ich halt in der Mitte da raufkomme. Und ja, das war eigentlich die erste Erinnerung, wo ich mir denke, okay, da war ich jetzt bewusst klettern. Und dann halt mit 12 Jahren habe ich angefangen, so in der Halle zum Klettern mit bei einem Kurs vom Alpenverein, von unserer Sektion. Der fokussierte Hansjörg Auer hat sich eigentlich deswegen entwickelt, weil er immer sehr ehrgeizig war. Ich kann mich auch erinnern, dass ich früher, wenn ich müssen für daheim, wir haben so eine Selchkuche, und dann müssen immer Wacholder holen für die Selchkuche. Und zum Beispiel solche Sachen habe ich genutzt, um heimlich zu trainieren, weil am Anfang haben wir es nicht getraut, jemandem zu sagen. Nicht? Ich habe einfach Angst gehabt, dass sie sagen daheim, du spinnst. Ich meine, meine Eltern sind selber viel im Berg gegangen und mein Vater und meine Mama, die waren wirklich sehr gute Langläufer, die haben auch Rennen gemacht und so. Und die haben eigentlich gewusst, dass man das Trainieren jetzt nichts Falsches wäre. Aber doch war irgendwie sehr schüchtern und haben mir das einfach nicht getraut. Und ich glaube, dadurch hat sich es einfach so durch den Ehrgeiz natürlich eine Leidenschaft entwickelt und die Leidenschaft ist immer größer geworden. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich nicht mehr von der Leidenschaft entziehen kann und irgendwie das halt betreiben fast muss. Nein, grundsätzlich war es bei mir eigentlich so, dass ich immer natürlich so das klassische Vorbild vom Bergsteiger, vom Kletterer gehabt habe. Natürlich ein Vorbild ist dazu da, dass du das Vorbild halt irgendwie nachahmen willst. Und deswegen glaube ich schon, dass sich das irgendwie abgezeichnet hat von früher. Allerdings muss ich schon sagen, dass die ganze Sache, so wie ich jetzt da bin, dass sich das eigentlich alles entwickelt hat. Von dem hätte ich nie geträumt oder auch, das wollte ich eigentlich gar nie. In meinem ersten Interview überhaupt habe ich gesagt, dass ich mit Klettern nie Geld verdienen will. Das hat sich natürlich geändert, weil ich natürlich durchs professionelle Klettern mehrere Möglichkeiten bekommen habe, um meine Leidenschaft auszuüben. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich halt immer geschaut habe, dass es praktisch sehr natürlich wächst. Wenn man irgendwie von 0 auf 100 in einer kurzen Zeit schnellst, dann ist es einfach nicht ganz gesund. Ich bin natürlich durch die Solo-Begehung von Weg durch den Fisch bekannt geworden oder sozusagen groß geworden. Und das hat mir am Anfang sehr schwer zu schaffen gemacht. Es war einfach so, dass sie mich in der Rolle, dass ich plötzlich praktisch von heute auf morgen zum Star geworden bin, einfach überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Ich bin einfach früher einfach normal klettern gegangen und mit meinen Kollegen und einfach das, was ich im Kopf gehabt habe. Und plötzlich war die Situation so, dass mir die Leute auf die Finger schauen und vor allem, dass sie unbewusst natürlich sich einen Druck ergeben hat. Weil natürlich die Leistung, also war damals und ist nach wie vor einfach so extrem hoch, dass es einfach schwer nachvollziehbar ist. Und wenn jemand etwas macht, was schwer nachvollziehbar ist, dann wird er bewundert. Und Bewunderung, wenn ich einen Mensch bewundere, dann erwarte man auch irgendwas Besonderes. Aber natürlich bin ich ganz ein normaler Typ wie alle anderen.
Und ja, irgendwie verstehe ich es nicht ganz, dass die Leute natürlich nur mich als Free-Solo-Kletterer identifizieren. Und ich muss sagen, ich habe sehr daran immer gearbeitet, dass ich das schaffe, dass das umgemünzt wird. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Free-Solos nachher, gibt es keine Bilder. Das wollte ich nicht, weil dann passiert das genau wieder. Und irgendwie ist die Free-Solo-Kletterei so was Spezielles, so was Persönliches, dass es einfach irgendwie nicht so Sinn macht, da groß zu pushen. Ja, der Baffin Island-Film ist ein bisschen ein spezieller Film, würde ich einmal sagen, weil die was geschnitten hat und der Produzent hat sich entschieden, dass man keine Interviews von oben verwendet, sondern ich bin praktisch zum Teil die erzählende Stimme, die durch den Film führt. Ist eine andere Art und Weise, einen Film zu produzieren, und wenn Sie natürlich das wollen, das war Ihr Material in dem Fall, nicht? Und dann passt das für mich. Was für mich ganz wichtig war und was im Film meiner Meinung nach der Hauptteil ist, es ist natürlich ein Kletterfilm, aber die letzte Viertelstunde, wo es darum geht, wo man einfach sieht, okay, weil wir sind ja nicht weggekommen, nachdem wir die Wand geklettert haben, weil das Eis noch da war und so. Und die letzte Viertelstunde sagt meiner Meinung nach einfach perfekt oder ziemlich gut, wie es uns dabei ergangen ist, dass wir da oben sehr viel Geduld gebraucht haben und irgendwie einfach sehnsüchtig gewartet haben, bis uns endlich der Inuit holt. Es ist schlussendlich ein Kletterfilm natürlich geworden, weil deswegen sind wir hingefahren. Aber der zweite Teil mit dem ganzen Psychischen und so finde ich echt ganz cool. Die Marmolata Südwand ist für mich einfach ein Berg. Wenn ich da hingehe, unter die Wand, da stellt es mir einfach eine Gänsehaut auf. Ich weiß nicht warum, das war immer schon so. Und seit ich dort bin, da fühle ich mich einfach wohl. Man muss jetzt ehrlich sagen, unten im Tal, der Talort ist nicht der schönste Platz in den Dolomiten. Es ist eigentlich ein ziemlicher Graben, Magla Cebella. Aber keine Ahnung warum, ich fühle mich einfach wohl. Und irgendwie waren meine ganzen Stationen, oder viele Stationen in meinem Leben, haben sich an der Marmolata abgespielt. Und ich kann mich erinnern, in Bruderliebe, wo ich dann schlussendlich durch die schwere Seilinge klettern habe können, habe ich wirklich am Strandturm geweint. Aber nicht geweint, weil dass ich jetzt geklettert bin, sondern einfach geweint. Irgendwie ist mir vorgekommen, immer wieder kriege ich was zurück an der Marmolata Südwand. Und es hat angefangen mit ein paar Frisolo-Begegnungen, dann der Fisch natürlich, dann die Bruderliebe und dann vor allem auch zusammen mit Muchmeier, also 2012, haben wir eine sehr schwere, also wo es wahrscheinlich die schwierigste bohrhackenfreie Route von den Alpen ist, an der Südwestwand geklettert. Also es sind immer wieder Stationen und das hat man einfach, das taugt man einfach. Die Zukunft von Alpinismus sehe ich eigentlich erstens in die verschiedenen Disziplinen, die sich natürlich immer weiterentwickeln werden und natürlich die Abstände zwischen Disziplinen immer größer werden. Das heißt praktisch allroundmäßig unterwegs zu sein, überall halbwegs gut, wird immer schwieriger. Und was ich schon sehe, ist auch, dass sich natürlich das technische Können immer nur, also weniger verbessern wird. Aber die Art und Weise, wie man ein Projekt angeht oder wie man ein Projekt probiert, bewältigt vielleicht, das wird anders werden. Und das ist jetzt schon anders. Das war vielleicht damals beim Fisch bei mir, ist Ausschlaggebende, finde ich. Das, was mich im Nachhinein gesehen, was ich am meisten bewundere, war eigentlich nicht, dass ich es geklettert bin, sondern die Art und Weise, wie ich es angegangen bin. Ich meine, so frech, einfach frech. Und ich habe mit David kürzlich geredet, mit David Lammer. Und der hat eben auch gesagt, nicht? Es ist einfach, wenn man gewisse Projekte wie jetzt im Karakorum Himalaya klettern will, dann muss man einfach sehr, sehr frech sein. Und du musst halt natürlich immer mehr Risiko eingehen, das kommt natürlich dazu, weil die Leute sind in den Black gewesen früher, sie gehen ja natürlich zuerst die sichere Route wie die gefährlichere. Aber ja, es wird sich immer weiterentwickeln und es werden immer wieder Leute kommen, die uns verblüffen werden und Sachen, die uns jetzt vielleicht als unmöglich erscheinen, dann möglich machen und klettern. Die Sache, was ich jetzt in Pakistan zum Beispiel gemacht habe, wir sind oben gewesen auf 6.000, 7.000, wir haben geredet, nicht? Wie wäre das jetzt solo? Ich meine, im Moment unvorstellbar für mich, einfach psychisch sehr, sehr schwer, aber vielleicht in 15, 20 Jahren wird das jemand machen. Also so Routen in dem Kaliber solo gehen, nicht? Und ja. Wir werden sehen, was passiert. Ja, ich glaube, es wird nicht stehen bleiben.